So, Brutzel, Brutzel. Lagerfeuer. Da geht's rein. So, es braucht immer ein bisschen, weil es startet immer ganz, ganz dunkel. Ja, mit wem machen wir weiter? Sieht nicht mehr aus wie eine Ausgestoßene. So viel ist sicher. Würde fast mal sagen, können wir mit ihm hier weitermachen, oder? Mit dem Loot. Ja, hau mal Oh, rein. du bist's. Die ausgestoßene Sucherin. Du sollst ganz gut mit Bogen und Speer sein. Es heißt sogar, du wärst die Beste. Das klingt irgendwie nach einer Herausforderung. Und ich habe kein Interesse. Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Oh, verstehe. Die Sucherin hat keine Zeit für uns unbedeutende Nora. Die Jagd auf Maschinen und Plünderer geht vor. Tja, ich bin weder der Verderbnis begegnet, noch habe ich mit Dämonen getanzt. Aber ich habe im Taltriff-Jagdgebiet schon ein paar Sonnen gewonnen. Du auch? Oder hat dich die Suche noch nicht so weit geführt? Du warst in einem Jagdgebiet in Taltreff. Ist das noch im Heiligen Land? Kommt drauf an, wen du fragst. Es gehörte uns mal, aber seit den roten Raubzügen ist die Grenze etwas umstritten. Die meisten Nora vermeiden es, aber die Stammmütter verstoßen niemanden, der dorthin geht. Zum Jagdgebiet. Der Aufseher ist ein Kaja. Er kann keinem die Prüfung verwehren, aber tritt nicht zu stark auf. Er hat so viel Angst vor den Nora, er würde sich zu Tode erschrecken. Wie kamst du an diese Sonnen? Ich habe Maschinen mit drei verschiedenen Pfeilarten erlegt: Eis, Schock und Feuer. Falls du eine Prüfung ablegen möchtest, bring deine Ausrüstung mit. Aber ein Sucher ist bestimmt immer gerüstet, oder? Provozierst du jeden, mit dem du redest? Nur Sucher mit roten Haaren und legendärem Ruf. Und wie oft kommen solche vorbei? Du bist für heute die Erste. Falls dich deine Suche ins Jagdgebiet führt, versuch doch, eine Glutsonne zu gewinnen. Wenn es dir gelingt, hast du mich geschlagen. So gut wie erledigt. Neues Jagdgebiet. Beginne die Jagdprüfungen. Sind da. Okay. Also es ist schon. Ja, mal schauen jetzt erstmal, ob ich hier Jagdgebiet drin habe. Ja. Halttreff Jagdgebiet Stufe 8 dort. Ah. Hier, also die sind ja abgedunkelt. Ich weiß gar nicht, ob ich da später nochmal was machen muss. Dann habe ich hier eine Stufe 20, dann hier eine Stufe 18. Ah, okay, also ich bekomme die Eisprüfung. Nee, ne? Achso, Prüfung kann noch nicht gestartet werden, weil ich noch nicht diese Eispfeile habe. Also muss ich diese auf später verschieben. Beispiel die hier. Binde den Templer mit Hilfe des Seilwerfers fest. Binde den Trampler mit Hilfe des Seilwerfers fest. Also, da kann ich einige Sachen tatsächlich noch nicht machen. Ja, okay, dann hat sich das erstmal erledigt mit mit diesem Jagdgebiet, leider. Ja, wir haben aber da in der Hütte auch noch jemanden. Hallo. Kriegerin, Mutter Krone könnte deinen Bogen gebrauchen. Ich? Bist doch eine Kriegerin, oder? Wir brauchen Eberhäute. Unser Näher flickt sich an Mänteln und Rüstung die Finger wund. Im Osten gibt es viele Eber. Hinter den Wasserfällen. Da treibt sich eine Maschine herum. Als ich sie sah, ließ ich die Beute fallen, lief in Deckung, spannte den Bogen, aber dann. Es ist keine Schande, überlebt zu haben. Nein, es. Mein Ring hatte sich gelöst. Mein Glücksbringer in der Wildnis gehörte meiner Mutters Mutter, vor langer Zeit einer Maschine aus dem Rachen entrissen. So sehr vertraust du auf einen Ring? Nach allem, was passiert ist, brauche ich Glück ebenso sehr wie der Stamm diese Häute. Mal sehen, was ich finde. Kannst du helfen? Wäre ich dir dankbar. Ich bin am Lagerfeuer, wenn du zurückkommst. So, neuer Auftrag: Jagdglück. So, da muss ich jetzt ein paar Sachen suchen, ne? Einmal hier bei den Grasern einen Ring finden und dann die vier Eberhäute in diesem Waldgebiet einsammeln. Ja, das machen wir natürlich. Wir haben Nacht, werden hoffentlich nicht so gut erkannt.
Also let's go. Wahrscheinlich komme ich jetzt genau bei den Grasern raus, dass die sie erschrecken, wa? Fast. Ich will dich durchsuchen, komm her. So. Schwierig, die Spuren auseinanderzuhalten. Na, den Spuren, den folge ich spät da. Oh, jetzt geh weg da mit der Einblendung. Freunde. Für dich. Wo markiere ich mir jetzt mal? So, hier unten ist keiner mehr. Kann ich nach dem Ring suchen. Könnte nützlich sein. Nicht markiert. Woran starb es wohl? Schaum um das Maul. War es ein Futter? Welcher Ring? Verlorener Ring. Versteckt ihn im Hals. Mal sehen. Ja, das ist Times Ring. Ja, mitten aus den Eingeweiden des Ebers geholt. So, und da irgendwo im Wald muss eine größere Maschine sein. Gehen wir mal hier über die Brücke oder so. Was da auch immer ist. Da haben wir nämlich auch ein Lagerfeuer. Ich werde das später ausschütteln. Fischen? Fisch. Ja gut, der hat eine Fischgräte dabei. Gut. Jetzt kann ich mal eben etwas herstellen. Auf Inventar natürlich prüfen. Spezialobjekte, jo, der Ring. So, herstellen, nämlich Tragkapazität bei dem Outfitbeutel. Hm.
ist der Sägezahn. Das hält sich eine Weile. So, einmal eine Wildschweinhaut. Der Sägezahn, der ist schon. Ich weiß, wie man einen Sägezahn überbrückt, wenn ich nah herankomme. Überbrücken wir nochmal, komm. Bams! Hallo. Okay, wie lange hält die Überbrückung jetzt an? Weiß ich nicht, ne? Wie lange die Überbrückung anhält. Aber ich würde theoretisch sagen, lass uns das Ding jetzt in die Luft jagen, oder? Ja. Also es war mal es wert, dass ich mal gucke, wie man den überbrückt. Hätte ich damit, also damit hätte ich wirklich einige erledigen können. Ich habe nach wie vor rumschleichen, weil ich Wildschweine brauche. Ich habe 2 heute. Aber nur 2. Glaube ich immer noch, genau, ist immer noch aktiv. Haben wir natürlich schön geduckt. Graser oder wo? Ja, auch zu viel Schiss vor dem Sägezahn. Hallo, Schweinchen. Und der? Da ist ein Schweinchen. Auch. So. Schönes Wildschweinhäutle. Das wird meinen Magen etwas beruhigen. Okay, jetzt muss ich nur noch zurück. Hey, du brauchst hier nicht tauchen. Ich will doch hier raus. Immer diese Hechtsprünge ins Wasser. Mensch.
Oh, guck mal, da geht sogar ein Klettersteig hoch. Das haben sie aber echt cool angebracht, ne? Das haben sie cool gemacht mit diesen Kletterpassagen. Und dann die Frage hier rüber. Okay, guck mal, also da ist eine andere Verbindung dann. Da. Boah, wow, wie einfach und wie gut das geht. Au. Oh. Oh, oh. Oder auch nicht. Komm, schwimm. Schwimm nochmal. Das war etwas blöd und zu voreilig. Vielleicht muss ich da auch einfach nur drücken. Oder einfach nur nach vorne drücken, dann klettert sie selbst. Ah ne, einfach nur normal springen, ohne irgendwie nach vorne zu drücken, dann klammert sie sich direkt fest. So, netter Bergfahrt, mal anders herum. Ach, da hockt er schon. Bei dem schönen Grill, Feuer. Hoffentlich war die Jagd gut. Ich habe die Eberhäute und dein Glücksring, Time. Urmutter sei Dank. Und dir natürlich. Wo hat er gesteckt? Im Schlund eines Ebers. Für den Eber war es kein Glück. Ich trage ihn ab jetzt vielleicht lieber um den Hals. So, Jagdglück ist vorbei. Und jetzt speichern wir natürlich wieder.